Gut, fangen wir an. Ein Dankeschön für die Möglichkeit, als Wirtschaftsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter ist mir natürlich nicht nur die Wirtschaftspolitik, sondern auch die Arbeitsmarktpolitik ein besonderes Anliegen. Und wenn man die Statistiken, die monatlich seitens des AMS publiziert werden, sich anschaut und vor Augen führt, dann merkt man, dass die Zahl der Arbeitslosen nicht weniger wird, sondern steigt. Und zwar exorbitant steigt. Und wenn man dann in die Tiefe geht, dann merkt man, dass es vor allem einen großen Anstieg gibt bei den älteren Arbeitslosen. Und ich habe hier eine Statistik, die zeigt die Gegenüberstellung März 2015 zu März 2014. Und Sie sehen, die Arbeitslosigkeit ist um 8,1% gestiegen innerhalb eines Jahres im Burgenland und bei den 50 plus sogar um 12%. Und das ist für mich sehr alarmierend. Daher habe ich als Wirtschaftsreferent bereits zwei Maßnahmen gesetzt. Maßnahme Nummer 1 betrifft vor allem die Jugend. Hier gibt es von mir den rot-goldenen Lehrlingsplan, wo auch sehr viel schon weitergegangen ist. Sie erinnern sich, ich habe vorgeschlagen, dass wir nicht 100 Lehrlinge in landesnahen Betrieben beschäftigen, sondern dass wir 500 Lehrlinge beschäftigen sollten. Das wären ungefähr 10% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Land- oder landesnahen Betrieben arbeiten. Nun haben wir weitere 70 Lehrlinge bereits aufgenommen und wir sind auf einem guten Weg, diese Marke von 500 Lehrlingen zu erreichen. Es gibt Regierungsbeschlüsse, es gibt Anstrengungen seitens der Landesunternehmen und ich werde erst dann eine Ruhe geben, wenn wir diese Marke von 500 Lehrlingen im Burgenland in landesnahen Betrieben erreicht haben. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe als Gemeindereferent gemeinsam mit dem AMS eine Aktion gestartet, die auch in der Regierung einstimmig beschlossen wurde, nämlich eine Aktion, wo, wenn jemand arbeitslos ist und über 50 Jahre alt ist, eine Anstellung bekommt bei der Gemeinde, wir gemeinsam mit dem AMS 100% der Lohnkosten für 6 Monate zahlen. Die Voraussetzung, einzige Voraussetzung ist, dass die Gemeinde diese Person um einen Monat länger beschäftigt, mit dem Hintergedanken natürlich, dass wenn jemand im Beschäftigungsverhältnis ist in einer öffentlichen Körperschaft, dass er dann länger beschäftigt wird. Ich habe das selber als Bürgermeister vor Jahren schon über die sogenannte Aktion 8000, hat sie geheißen, praktiziert, habe damals 4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgenommen und die sind heute noch im Beschäftigungsverhältnis der Gemeinde. Und diese Aktion ist bereits angelaufen, sie läuft sehr gut. Dieses Modell wird von den Gemeinden nachgefragt und es gibt immer wieder Gemeinden, die sich melden und ältere Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen eine Chance geben. Nun gibt es die dritte Aktion von mir, nämlich ich möchte diese Aktion, die ich mit allen 171 Gemeinden eingegangen bin, auf alle Betriebe des Burgenlandes ausweiten. Das bedeutet, ich habe bereits einen Regierungsakt schreiben lassen, den habe ich bereits eingebracht und hier könnten wir über die Wirtschaftsförderung seitens der WIBAG, also Abwickler wäre die WIBAG oder WIBUG, wie sie jetzt heißt, und wir könnten vielen Menschen, die arbeitslos sind, helfen, wenn ein Betrieb bereit ist, dass sie diese Person für 7 Monate aufnehmen. 6 Monate werden von AMS und von mir über die WIBUG bezahlt. Die Voraussetzung ist selbstverständlich, dass diese Person eine gewisse Zeit vorher arbeitslos war. Also eine Wiederbeschäftigung ist auch nicht möglich. Wir halten uns hier striktest an die Regelungen des AMS Burgenland. Und das AMS Burgenland fördert jetzt schon mit 66%. Und ich gebe jetzt die Differenz auf 100% drauf. Und das alles würde über die WIBUG abgewickelt werden.
Und ich habe ja dafür über die Wirtschaftsförderung Geld der WIBUG zur Verfügung gestellt. Das sind, glaube ich, 4 bis 5 Millionen Euro. Und wenn der Regierungsakt demnächst auf die Tagesordnung der Landesregierung kommt und der beschlossen wird, dann könnten wir diese Aktion sofort starten. Und es gäbe die Chance für viele Menschen im Burgenland, dass sie einen Job in einem Betrieb bekommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier auch deutliche Zeichen setzt. Der vierte Punkt, der vierte Schritt ist, dass wir ja Investitionsförderungen schon vor Jahren vergeben haben. Wenn ein Betrieb investiert, dann bekommt er in der Regel bei 20% Investitionsförderung. Zusätzlich, wenn jetzt jemand investiert und er stellt einen älteren Arbeitnehmer ein, dann würde er einen sogenannten Förderbonus bekommen von weiteren 2%, maximal 7.000 Euro. Das bedeutet, wenn jemand investiert und zusätzlich ältere Arbeitskräfte einstellt, dann hat er einen höheren Investitionszuschuss als jemand, der nur investiert. Also das sind alles Maßnahmen, die dazu führen sollen, den Arbeitsmarkt im Burgenland zu beleben. Das ist mir deswegen wichtig, weil 10.972 Personen sind im Burgenland arbeitslos und das sind genau um 10.972 Personen zu viel und vor allem im Bereich der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im März 2015 waren insgesamt 3.823 Personen über 50 Jahre als arbeitslos gemeldet. Und wie gesagt, das ist eine Steigerung von 12%. Das ist ein sehr hoher Wert. Und daher müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um den Menschen im Burgenland eine Chance zu geben, in ein Beschäftigungsverhältnis zu kommen. Wie das genau abgewickelt wird, das darf Ihnen jetzt der Direktor der WIBUG, der Franz Kast, erklären. Bitte. Ja, danke. Ich glaube, die WIBUG als Förderstelle macht nicht nur Wirtschaftsförderung, sondern im klassischen Sinne oder Betriebsansiedlungen oder Beteiligung oder Dienstleistungen. Wir wollen im Rahmen unserer Wirtschaftsförderung auch auf den Arbeitsmarkt schauen. Wir haben ja auch die Verpflichtung, hier Wertschöpfung für die Region zu generieren. Und ein Teil davon ist einerseits die jungen Menschen in den Arbeitsprozess mit einzugliedern, andererseits aber auch die 50 plus, sage ich jetzt mal, ich gehöre auch schon dazu, im Arbeitsprozess zu halten. Das ist eines der wichtigen Dinge. Das Thema ist immer wieder der Kosten, die Unternehmer sagen, das kostet auch Geld, natürlich kostet es vielleicht mehr Geld, aber die bringen auch Erfahrung mit, bringen auch zum Beispiel, wir könnten auch Pendler wieder eingliedern im regionalen Arbeitsprozess. Wir könnten da auch mit dieser Fördermaßnahmen die Firmen entlasten, können auch ihnen auch einen Bonus mitgeben, wenn sie investieren oder wenn sie auch die Förderung des Arbeitsmarktservices verlängern, wäre das sicher eine Möglichkeit. Wenn man das anhand eines Beispiels durchrechnet, zum Beispiel angenommen, ein Unternehmer investiert 100.000 Euro, bekommt dafür 10% Förderung, das sind 10.000 und für die Beschäftigung eines Arbeitnehmers über 50 könnte er 5.000 Euro dazu bekommen. Das heißt, dann würde er statt 10.000 15.000 bekommen, das ist um 5% mehr. Oder wenn er Beispiel 3 zum Beispiel, ist bei 2 ist zum Beispiel, dass wir hier, wenn man 200.000 investiert, dass man zum Beispiel 7.000 bekommt. Das heißt, mit 7.000 ist es gedeckelt. Aber das soll ein Anreiz sein, damit wir hier einerseits Investitionen tätigt, das ist für uns ganz wichtig, um die Wertschöpfung in der Region zu erhöhen, aber andererseits auch die Menschen in der Region in den Arbeitsprozess zurückzuholen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das auch schnell machen, deswegen, weil wenn jemand länger vom Arbeitsmarkt weg ist, dann ist es nicht so leicht, ihn wieder einzugliedern. Und daher, glaube ich, ist eine Maßnahme, die schnell umgesetzt gehört. Die Mittel sind auch hier. Wir haben hier auch das Modell entwickelt. Ich glaube, wir warten ja nur in der WIBUG, dass wir das auch umsetzen dürfen, weil ich glaube, Menschen vor Ort oder junge Menschen vor Ort, ist es wichtig, dass hier dass die Arbeitsplätze geschaffen werden. Das heißt, das wäre unser Beitrag. Die Abwicklung ist ja ganz einfach. Im Rahmen der normalen Förderabwicklung gibt es ein Bonussystem oder ein Scoring-System dazu. Das ist eine Arbeit von 5 Minuten, sage ich jetzt einmal.
das Controlling vielleicht, wenn der halt dann in der Firma arbeitet, ist eine weitere Stunde. Das heißt, vom administrativen Aufwand ist es eigentlich sehr gering. Die Geldmittel sind hier, es ist nur eine Frage des Wollens der Politik. Wir selber könnten es eigentlich undemokratisch oder unbürokratisch umsetzen. Wir haben auch das mit der Kammer abgesprochen, auch mit den Unternehmern. Die würden sich freuen, wenn sie hier wirklich mit der Förderung auch einen Bonus dazu bekommen würden. Und daher finden wir diese Maßnahme eigentlich sinnvoll, sehr gut und auch arbeitsmarktentlastend. Und daher ist es, ich hoffe, dass es auch dann entsprechend umgesetzt wird. Danke. Also die Voraussetzung ist, dass dieser Regierungsakt, der bereits von mir eingebracht ist, auch beschlossen wird. Ich erinnere nur daran, dass ich den Regierungsakt betreffend die Kooperation mit den Gemeinden schon vor 3 Monaten eingebracht habe. Der ist dann 1,5 Monate liegen geblieben. Dann wurde ein Gegenmodell seitens der SPÖ entwickelt. Dann sind beide Modelle beschlossen worden, ist mir auch recht. Alles, was dazu führt, dass wir den Arbeitsmarkt entlasten, ist mir recht. Und daher gibt es von mir diesen weiteren Schritt, wo ich glaube, dass er von vielen Unternehmen auch in Anspruch genommen wird.